Auf den Cent genau, Digga. Was? Sechster. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wunderbar ist es bis dato gewesen, der heutige Tag. Jetzt hat wieder der Kilian wieder im Büro und der Junge hört nicht auf, mir auf den Sack zu gehen. Aufgrund von natürlich maximalem Profit, meine Freunde, führen wir das Format jetzt in einem anderen Thema weiter und haben uns dabei natürlich auch ein paar Gedanken gemacht. Wir würden nämlich gerne folgendes Design releasen. Ihr seht gerade die Modepolizei, wir beide quasi als Officer Dumm und Dümmer würden gerne Wer ist euch, dumm und wer ist dümmer? Ja, auf jeden Fall bist du der Dümmere, ganz klar. Wir würden dann euch gerne die Möglichkeit geben, euch ebenso als Modepolizei-Squad zu etablieren. Ihr könnt dann auf der Straße rumgehen, wirklich Leuten noch die Klamotten vom Leib reißen und sagen, tut mir leid, das trägt man heute nicht. Also wenn ihr jetzt so Balenciaga Triple S seht, da kann man auch dann einfach geht ihr einfach hin und sagt, ja, die sind jetzt konvestiert. Die sind konvestiert und die kannst du in der Reservatenkammer wieder abholen. Jo. Wenn ihr noch Bock habt, Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, dann schauen wir mal, ob wir das umsetzen können. Ich finde das Design eigentlich ganz nice. Es war Kilians Idee und Kilian braucht halt echt ein bisschen Geld, weil der Boy gibt sehr viel Geld für Klamotten aus, im Gegensatz zu mir. Leute, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Thomas hat... Okay, soll ich das Video alleine drehen, Kilian? Alles gut. Schöne Hose übrigens, by the way. Thomas hat netterweise aus Mahans Videos ein paar wunderschöne Screenshots rausgesucht. Wir sehen jetzt von Thomas dieses Outfit und müssen quasi erraten, was das kostet. Schreiben es hier auf den Zettel und wer am nächsten dran ist, der bekommt einen Punkt. Der Verlierer kriegt am Ende so wie immer keine Strafe natürlich. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Yeah. Okay. Ah, Tantan Beauty. Nee, ganz kurz, Shanti. Was ist mit Ihren Beinen passiert, Thomas? Ist das normal? Also, ja. Also, wir müssen jetzt schätzen, was das alles zusammen kostet. Balenciaga Cap. 250. Soll ich jetzt alles einzeln aufschreiben? Ja, und dann rechnen wir zusammen. Aber Muss ich nicht. Ich rechne im Kopf. Boah. Ja, ich hab schon. Also ich glaube, ich bin da ganz gut. Warte. Tasche kann man halt nicht erkennen, ob fake oder real, wa? Was sind das für Schuhe? Gut, ich weiß es. Ich hab's. Ja, okay, halt den Mund. Ich muss ganz kurz überschlagen, ja? Alles weißt du auch die einzelnen Preise, Thomas, von den einzelnen? Nee, ich weiß nur den Gesamtpreis. Weißt du den Gesamtpreis? Okay, dann macht sich Revi gerade unnötig Arbeit. Warum? Er kann einfach nicht Kopf rechnen. Nee, ich will gerade überschlagen. Ja, wenn man nach der Grundschule in der Schule aufhört. Kilian, wer von uns beiden hat hier keine abgeschlossene Berufsausbildung? Ich glaube, das war so. Ich geh mal so. Ich hab meinen Betrag. 3, 2, 1. Ich würde sagen 1700. Oh! 2100. Close. Ja, das nee, bin ich. Oder? Das 165. Bin ich. Du hast, 100, nee, du hast 235 Unterschied. Ja, nee, stimmt. Wer war nach der Grundschule? Ich dachte, der 2-2 da stehen. Der aber das wäre jetzt noch interessant. Müssen wir uns vielleicht merken für die nächste Folge, woran liegt's? Weißt du, dass du ungefähr so zeigst, okay, du hast das und das. Ich kann dir ungefähr sagen, wie meine Rechnung also, zustande kam. Ich fange erstmal an. Weil ich war ja näher dran. Mach eins mal. Balenciaga Kappe 250. Er kommt nicht hin. Mehr. So 180. 180 okay. Bis 200. Shirt habe ich mal 300 gesagt. Ich weiß nicht, was es ist. Habe ich einfach einen Huni gesagt, weil ich mir nicht sicher war, welches das ist. Louis Tasche habe ich einen Taui gesagt. Ist teurer. Meinst du, ja? Okay, ja, die krass. Kostet so 1200. Okay, aber wir waren beide krank nah dran. Ja, ja, so ja, ja. Schuhe sind von Adidas. Schuhe waren, 120 habe ich gesagt. Ja, genau, ungefähr. Und Hose habe ich gesagt 25, Digga. Irgendwas Schwarzes. Die habe ich gar nicht gesehen, die Hose. Nein. Ja, moin. Was? Bist du dumm, Alter? Ja, moin. Okay, das war close. Ey, aber das ist geil. Das macht Bock. Thomas. Hier, es sieht ein bisschen nicht so böse aus. Ah, die Brille ist es, Digga, die Brille. Die Schuhe, Alter, was ist mit seinem linken Fuß? Brille und Hose. Ich weiß, glaube ich, ungefähr, wo das ist. Ich sehe auf die Hose auch irgendein so Markending. Ja, ich sag einfach mal was. Am besten schreibst du so, dass ich es genau sehen kann. 1300 hast du da aufgeschrieben. Ja. Okay, 3, 2, 1, turn. Das ist wieder übel close. Aber, du bist Kilian. Mit 260 weg und ich bin mit 2... Ich wollte gerade sagen, ja, richtig, ich wollte gerade sagen, Digga. Aber krass! Krass! Okay, da würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn wir weitergehen. Boah, das ist schwierig. Schuhe 600. Ja, ungefähr. Hose 200, Sleeve 20, Brille 300-400. Bist du bei 1000? T-Shirt, bla bla bla. Boah, es wäre fucking interessant zu sehen, was so teuer war im Outfit. Ich glaube, Hose und Schuhe machen da den Teil. Und vielleicht die Brille, vielleicht sogar eine Gucci-Brille, vielleicht 600-700. Es schaut aber so basic aus. Also ich schwöre dir, Hose, Oberteil könntest du bei H&M Easy bekommen. Ja. Und die Schuhe, ja, okay. Also nochmal, wir fallen wieder unser altes Muster. Safe würde ich dafür nicht so viel Geld ausgeben. Natürlich nicht. Für die nächste Episode, wir müssen wissen, was an dem Outfit so teuer war, Digga. Nächstes. Boah. Krank. Off-White-Gürtel, Digga. Ich sehe Off-White-Gürtel. Ich sehe. Das ist kein Gürtel, Bro. Das ist doch. Tasche. Tasche oder Gürtel? Nee, ist Gürtel. Der hat einen Gürtel
Als Off-White-Shirt, so, orangene. Wo ist da das hin? So eine Urban-Hose, glaube ich. Ey, chill mal, wieso hat der den Gürtel umgebunden? Weil der ist Abenteurer. Kennst du nicht von Indiana Jones, wenn er dieses Seil hat? Pfadfinder. Pfadfinder, genau, Digga. Der geht von Tür zu Tür und verkauft Off-White-Klamotten. Okay, den, das ist interessant. Kannst du zum Belt was sagen, zum Gürtel, den er nochmal anhat? Ich glaube, es ist einfach Boss oder was ganz Normales. Ich weiß es das nicht. Ist ganz normal. Also, ich weiß ungefähr. Okay, lass mich überlegen. Ja, Mann, ich glaube, ich sag einfach mal, ey, ich gehe jetzt in die Vollen, Digga. Plus Socken. Socken sind auch teuer, Digga, sonst würde er sie nicht so tragen. Ich weiß nicht, was für Socken das sind, aber die sind krank teuer, Digga. Oh, oh, was? Nein. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Doch, doch. Meinst du? Ich habe eine Vorahnung. Okay, 3, 2, 1, 1. Go. 1200 Euro. Ich sag 2300, niemals. Digga. Ich glaube, ich habe voll vorbeigeschossen, Digga. Ich glaube, ich habe richtig vorbeigeschossen. Niemals. Thomas, vielleicht jetzt auch mal. Was? Ja. Hä? Da würde ich mal sagen, ich habe relativ... Shit oder was? Ich habe relativ hoch gepokert. Pass auf, T-Shirt, Off-White, 200. Ich habe mit 300 gerechnet. Ich dachte, dass der Gürtel, 100, sind wir bei 400. Ich habe für die Short auch einen Huni gerechnet, sind wir bei 500. Nein. Für die Socken-Huni sind wir bei 600. Ich dachte, das wäre... Für den Gürtel, den er trägt, nochmal 200, sind wir bei 800. Und dann dachte ich, Schuhe, okay, kann man mal 500 ausgeben. Nö. Ey, die sind so hässlich, 400. Digga. Ich dachte, das wären irgendwelche High-Fashion-Schuhe, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, die einfach 2000 Euro kosten, Re-Rap. Ich dachte wirklich, das wäre wieder so ein Klotz am Fuß. Aber 560 geht eigentlich. Ist schon teuer für ein Outfit, aber für das Outfit... So, also ich meine, ich würde... Dafür, Gürtel, dass er Off-White-Socken, Off-White-T-Shirt und Off-White-Gürtel hat. Ach, sind Off-White-Socken, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe gesagt, die sind teuer. Ich würde einfach Gürtel weglassen, dann kann man das so anziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann ist das echt respektabel. Warte, nächstes Outfit, Thomas. Okay, die hat jetzt eine leichte Fehlstelle. Thomas. Boah, das ist Real Rap, aber ich glaube... Was ist das für eine Marke, Digga? Ist das ein Moschino? Nee, die Tasche? Nee, das Kleid. Digga, das erkenne ich doch nicht. Also ich gebe einen Tipp, es ist teuer. Das Kleid? Also alles ist teuer. Boah, shit. Ist das aus Mahans neuen Video? Ja. Ach, krank. Ich sag, okay. Krank. Okay, Kinder, wir schreiben jetzt einfach ohne nachzudenken das auf, okay? Auf den Cent genau, Digga. Was? 6000. Boah, Digga, Alter, 60, okay, Kleid abgrundtief, scheiße. Könnte halt aber genauso auch Zara sein. Könnte halt eben, man sieht's halt. Wollte ich gerade sagen, Digga. Die Tasche, was ist das für eine Tasche? Hermes oder was ist das, Digga? Hermes? Keine Ahnung, Alter. Hermes, ja. Ja, Hermes, okay. Hätte ich sehen müssen, eine Hermes-Tasche ist immer über 3K, immer. Ja, locker, immer. Aber die Uhr. Es hätte auch Zara sein. Digga, diese Feder, das ist das nicht, also, das ohne ist eine Feder vom letzten Dodo, was gelegt hat, die 16.000 Euro wert. Allein für mein Video müssen wir uns merken, ich will echt wissen, so, woher, also was das Outfit so teuer macht, weißt du, dann können ich wir das auch für das nächste Video einfach merken, dass du nicht mehr dabei bist. Nächstes Outfit, bitte. Oh, tschüss. Okay. Das ist easy. Das ist easy. Supreme Bauchtasche, Off-White-Gürtel, Louis-Handtasche, Adidas-Shirt, Adidas-Schuhe. Digga, ich verliere Haus hoch. Mach mal nicht den hier. Schau mal, du musst auch mal mir eine Chance geben, Alter. Ich habe keine Ahnung von dem Shit. Ja, ich glaube, ich habe mich mit der Handtasche wieder verkalkuliert. Okay, nein, warte mal. Und go. Was? Wofür? Die Uhr. Wofür, die Uhr. Digga? Ey, da guckst du ja nicht drauf, Mann. Ja. Das ist genau wie dieser eine Ticker, der auf einmal sein Portemonnaie einfach sagt, ich habe nur noch 10.000 Euro im Bar, können wir die mit oben rauflegen? Genau das, Alter. Dann die Louis-Handtasche. Ja, das ist irgendeine Uhr. Und dann, die Uhr muss es sein, weil mit Louis-Handtasche bin ich auf 1.200 ungefähr gekommen. Ja, ich war bei 9 und das war auch nicht so weit weg. Ja, es war, aber ich war halt, näher dran. Nächstes. Oh, shit. Also. D-Squared Cap, Vetements Shirt. Okay, Kilian, einfach draufschreiben, komm. Nein, ich muss kurz rechnen. 3, 2, 1. Scheiße, du bist näher dran. Ja, safe. Bruder! 46.730 Euro an deiner Wrist, Digga. Diese Uhr, ich weiß nicht, was es für eine Uhr ist. Ich wusste, dass der Typ zieht zwei verschiedene Paar Schuhe an, Digga. Ja. So, weißt du, was ich meine? Weißt du, was das für Schuhe sind? Nee, keine Ahnung. Das sind die Air Jordan 1 aus der Off-White-Ding, aber der hat einfach beide und zieht einfach an einem Fuß den einen an und dann den anderen. Die Schuhe allein zusammen. Ey, aber ganz ehrlich, 3000. Was ist das? Ich habe gedacht, halt die Uhr mindestens 30k plus dieses Armband vielleicht nochmal 5000. Ja, krank. Alter, war das das letzte Tor? Schwede. Gut. Boah, wie viel steht's gerade? 4-2, glaube ich, ne? Ja,
Du hast zwei Ja, hier der Counter, ne? Ja, ja super. Gut. Alter, Digga, super welcher gut. Mensch gibt so viel Geld für... So unendlich dumm, kauft euch davon ein Haus, Digga, so wollte ich Klamotten, krass. Kauft euch von mir so ein Stück Regenwald, baut da Kartoffeln an, aber kannst macht was irgendwas... AMG für holen, Digga, ne? Macht was Sinnvolles raus. Ah, das Video habe ich gesehen. Ja, ist ja dann unfair. Aber ich weiß es nicht mehr genau, Ist ja dann sau unfair eigentlich. Ich weiß es nicht mehr genau. Okay, ganz kurz, Re-Rap, das ist einer der hässlichsten Outfits, die ich jemals gesehen habe. Das Sieht war... überhaupt nicht gut aus, meiner Meinung nach. Und ich sehe aus wie ein Penner und ich kann mir das rauslassen. Die Jacke, was ist auch... Was ist das für eine Jacke? Versace. Versace-Shirt, Versace-Jacke. Versace ist aber nicht mehr so teuer, wie man Soll ich dir sagen, was die Jacke kostet, damit du ungefähr schätzen kannst? 850 Euro. Der Typ hat gemeint 2 Mille, also 2000. Nur, dass du ungefähr einschätzen kannst, wo wir uns da bewegen, okay? Weil ich Ehrenmann bin. Mhm. Bist du nicht. Okay, 3, 2, 1, schau auf. 3500. 4200. Boah, Mann, ich hatte davor Alter. 3050 und dann dachte ich mir so, ah, die Brille. Ja, warte. Ah, Digga, ich hab mich verschrieben. 3200 habe ich hier stehen. Das ist ein Punkt für mich an der Stelle. Gut, dann würde ich sagen, machen wir direkt das nächste. Das letzte? Ey, es steht jetzt 4 zu 3. Ja. Ich kann jetzt mal ausgleichen, Kilian. Das ist der Wahnsinn, Alter. Das ist krass, wie ich mich mit der Fashion-Szene auskenne, oder? Ja, okay. Den habe ich auch gesehen. Aber das weiß ich auch nicht mehr. Einfach rauf da, Digga. Okay, 3, 2, 1, schau auf. 3000. 2670. Ja, Mann! Unentschieden, Digga! Komplett faires Unentschieden, würde ich sagen, an der Stelle. Ey Leute, ganz ehrlich, hier nehmen wir vielleicht unsere immer wiederkehrende Message. Gebt bitte nicht 50.000 Euro für ein Outfit aus. Ist so. Chillt Macht's eure wie ich, Alter, kommt auf Hartz IV Outfit mit Adiletten und... Digga, was ist das für eine Hose? Ja genau, das ist so eine Sporthose. Also wenn man so pumpen geht, weißt du... Ja, gehst du ja nicht. Digga, du läufst jeden Tag auf den Ringen damit rum und gammelst nach Pfandflaschen, Alter. So ein Lava. Leute, weißt du? Gebt euch echt Mühe, wenn ihr euch Klamotten zusammenstellt, nicht zu viel auszugeben. Das ist meistens Geld eurer Eltern, die dafür hart gearbeitet haben. Oder kauft euch natürlich Modepolizei Oder kauft euch Modepolizei Merch. Wenn ihr das sehen wollt, Leute, den Drop haben wollt, lasst unbedingt den Daumen da oben da, schreibt in die Kommentare Modepolizei, gib's mir geil. Ist eigentlich ein super Satz, den man in die Kommentare schreiben kann. Ich würde sagen, ihr schaut unbedingt bei Kilian vorbei und da gibt's das Finale. Weil es ging ja unentschieden aus und Klicks und so, weißt du, Bruder, das läuft nicht. Unangenehm. Und lasst einfach ein Abo da, Leute, ist kostenlos. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.